Salli und grüezi miteinander. Die Box ist gekommen. Yeah! Made with love for you. Und ich wollte eigentlich gar nicht lange schwätzen. Wir schauen rein. Ich zeige sie euch kurz. So sieht sie aus, so kommt sie an. Und ich finde das eigentlich noch mega cool. Zur Polsterung mit diesen Sachen. Genau. Okay. Wenn wir schauen, dann hat es hier eine Gebrauchsanleitung, kann ich sagen. Nein, Beschreibung von dem Produkt, genau. Und einmal in Deutsch und Deutsch. Hey! Okay, anscheinend hat es jetzt gerade zwei drin, Prospekte, keine Ahnung warum. Ja. Und ja, wir schauen jetzt eben zusammen rein. Oh. Oh, wenn wieder so ein Parfüm drin ist, das hatte ich letztes Mal gehabt, oder immer noch, ich habe es noch nicht fertig gebraucht. Das hat so cool geschmeckt im Fall. Schauen wir mal. Sorry, ich verweile mich da. Ich zeige es euch doch das erste Mal. Und jetzt muss ich definitiv spicken. Pura Bali heisst das Liebe. Liebe, 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 Liebe. Okay. Hast du schon gefunden? Nein, es ist kein Shea-Butter, sondern ein Meersalz-Badesalz aus parfümiertem Kusumba und Frangipani. Mein Gott, das sind beide Sachen, die ich noch nie gehört habe. Die Reinheit und Weise des daraus gewonnenen Balisalzes zeugen von einer bemerkenswerten Handwerkerskunst, hervorgegangen aus einem althergebrachten Know-how, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Reich an Magnesium und Spurenelemente setzt das Balisalz im Badewasser seinen Reichtum an Mineralien frei und verleiht den Organismus dadurch Wohlbefinden und muskuläre Beruhigung. Das ist einfach gut, wenn man Sport gemacht hat, Muskelkater hat, ist zu fest wandern. Mhm. Dies natürliche Badesalze, reine und einfache Kombination der Meeresbadesalze aus Kusumba, Frangipani von der Ostseeküste, Balis und ätherischen Ölen bewirken eine totale Entspannung und Erholung mit ihrem zarten Frangipani-Duft. Keine Ahnung, was Frangipani ist. Ich schau mal, ob ich daran schmecke, denke schon. Oh. Oh. Oh, das schmeckt so geil. Ich kann es nicht mal beschreiben. Oh. Das ist so ein Moment, wenn du daran schmeckst, dann kennen sicher die Lusch-Zeifi-Läden. Und wenn du dort reinkommst, macht es zuerst mal so BÄM. Und alle Düfte kommen dir entgegen. Ich habe das gern. Andere wahrscheinlich nicht. Und genau so schmeckt das. Und das liebe Puri Bali wird 14.90 Franken kosten. Und wir haben noch etwas von Pura Bali. Also jetzt kommt das zweite. Da kann ich euch eigentlich nur den Deckel zeigen. So. Und das weiss ich jetzt noch nicht, ob ich es wirklich aufmache. Ich muss mir das überlegen. Genau, das ist die Supreme Shea Butter Pura Bali. Okay. Das könntest du ins Gesicht streichen, auf den Körper und sogar im Haar. Geil. Schlussendlich ist es einfach Shea-Butter quasi. Was soll sie schmecken dran? Ja, ist quasi auf Shea-Butter, würde ich jetzt tendieren. Cool. Und 23.50 Franken, Leute. 23.50 Franken. Also, noch nicht gar. Doch, ich glaube, die Biobox fährt schon draussen. Und
vor allem da gesagt, es wäre so cool, wenn es das drinnen hätte. Und Leute. Das ist quasi vom Prospekt, das ich vorher gezeigt habe. Der Weg vielleicht. Du musst nicht mehr fokussieren. Da. Leider steht hier jetzt gerade gar nicht auf Deutsch und meine Französischkenntnisse sind mit Bonjour und Bon Nuit und Je ne sais pas ziemlich begrenzt. Ich schmecke überall schon so, aber ich muss es probieren. Oh, ich bin begeistert, Leute. Hammer! Das ist so richtig so herb, so... Ah, ich war gerade irgendwie im Orient und habe 100'000 Räucherstäbchen angezündet. Feeling. Ich schaue mal schnell, ob das jetzt im Prospekt so auch noch drin ist. Ja, ist es, genau. Um göttlich zu riechen und sich intensiv gut anzufühlen. 29 Franken kosten. Gut, weiter geht's. Etwas Grösseres. Und von denen habe ich glaube auch schon ein paar Mal. Nein, nicht schon ein paar Mal. Habe ich auch schon drinnen, kann ich sagen. Die sind cool, die sind fein. Zeige von der unteren Teil. Genau, das sind Popcorn, die hergestellt sind in der Schweiz. Und zwar, diesmal haben wir. Jo, es sieht ziemlich nach Lebkuchen aus, würde ich sagen. Steht jetzt nicht genau, würde sonst aber auf jeden Fall 4 Franken kosten. Aber ich bin mir ziemlich sicher am Betlia, dass sie diesen Geschmack werden haben. Ich werde es jetzt nicht auftun, weil wenn das wirklich nach Lebkuchen schmeckt und ich habe noch nichts Nacht gehabt, werde ich demnächst mal einen feinen Gratin machen. Wir kommen schon zum letzten Produkt. Ja, ich muss jetzt gar nicht so tun, es hat so tolle Sachen drin gehabt. Oh, sorry. Kenne ich auch überhaupt nicht. Ich weiss nicht, ob er das kann mit dem Licht und alles. Es ist auf jeden Fall, wie ihr seht, ist es eine Mascara. Elisance heisst die liebe Mascara. Genau. Auf Deutsch wäre auch gut. Genau, 100% natürlich, logisch, ist eine Biobox, gell? Und sollte Wimpern formen, ohne zu verkleben und intensiven schwarzen Blick verleihen. Okay, das Ganze ist wasserfest. Jo. Hauptwirkstoff sind natürliche Kohle. Schorea-Harz und Zellulosepulver der Buche. Okay. Ich tue es nicht aufmachen, weil sonst rechnen sie mir aus, ich habe wirklich andere, die im Einsatz sind und gebraucht werden. Also schauen wir das Bürstchen leider jetzt gerade nicht an. Das gute Stück würde im Laden kosten 21.50 Franken. Mein Gott, wenn ich jetzt schon nur 2, 4, 6, 8. Wir haben fast 80 Stutz Wert hier innen gehabt, so über den Daumen gesagt. Also eigentlich wieder das Doppelte, als du zahlst sonst für die Biobox, die ja monatlich kommt. Also super. Klar, ich muss sagen, Bioprodukte, du musst aufpassen, sie haben dir nicht so lange her, wenn sie offen sind. Also viele Sachen. Ich denke jetzt an die Mascara, nimmt mich wunder, ob das Tigerli drauf ist. Doch, ganz, ganz klein. Ich bin mir nicht sicher, ob es das 9 oder das 5 ist. 9 oder 5 Monate. Also, es hält halt schon nicht so lange her. Gea-Butter 6 Monate, wenn es angebrochen ist. Das ist vielleicht wirklich der einzige Nachteil von der Naturkosmetik, wo ich könnte sagen, dass es nicht so lange haltbar ist. Aber es ist ja logisch, es ist kein chemischer oder wenig bis gar kein chemischer Zusatzstoff drin, der das Ganze haltbar macht ohne Hemd. Also von dem her gesehen, cool. Cool.
Bioboxen sind für mich immer so Überraschungswunder, weil ich habe wirklich keine Ahnung, was mich dort erwartet. Ich kenne mich auch mit Bioprodukten nicht, weiss Gott wie aus. Und darum ist es immer so, hä, was ist das? Oh, lässig, schmeckt gut, kenne ich nicht. Ich finde es super, ich liebe Bioboxen, genial. Und alles, was ich nicht brauchen kann, weil es viele reichhaltige Sachen drin hat, einfach aus der Naturgeschichte raus, finde ich immer irgendjemand, der das brauchen kann. Also. Leute, ich sage zum Wohl, ich nehme noch einen Schluck Tee und trinke dann jetzt noch in Ruhe fertig und tue hier mein Zeug schön versorgen und mache und tue. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und habt's gut, habt Sorge und ciao! Salli zusammen und ich bin krömeln und zwar von der Migros ab Fabrik quasi. Dort haben sie so einen Billigverkauf, der zweimal in der Woche oder einmal in der Woche am Nachmittag ein paar Stunden offen hat, genau. Und manchmal findest du geile Schnäppchen und könntest die dumm und dämlich kaufen. Manchmal hat es einfach auch nichts, was dich anspricht. Oder mich anspricht, sagen wir so, genau. Und was ich gefunden habe, für was für sensationelle Preise. Es ist in dem Sinn nicht viel, aber cool. Genau, ich habe zwei Küsse gekauft. Mein Freund hat zwar nicht verstanden, warum er es herzig findet, aber das spielt keine Rolle. Ich habe es verstanden. Ich habe gesagt, ich tue die dann auf mein Bettsofa, YouTube-Sofa, wie auch immer, Chill-Sofa. Und ein Küsse, pack mal eins aus, hat 5 Franken gekostet. 5 Franken? Hallo? Was ist das? Und im Originalpreis, da sehe ich auch noch, hätten sie 20 Stutz gekostet. Und es hat einen Reissverschluss, das heisst, ich kann es waschen. Hallo? 10 Franken für so coole Küsse, wo der Anzug kannst du wegnehmen. Supi, supi. Genau, und dann tue ich noch gerne basteln. Jo. Leider steht jetzt kein Originalpreis drauf, aber ich zeige es euch so. Ich werde das nicht im Einzelnen jetzt auspacken. Ist das so eine Bastelbox, Thema Frühling hat es geheissen. Der kommt ja hoffentlich bald, genau. Schlussendlich hat es über 400 Teile, schreiben sie drauf. Also eben vom Moosgummi zu Bonbons, zu Papier, zu Bändeli, Federn etc. Die ganze Box hat mir 10 Franken gekostet. Und ich hoffe, ihr erzählt kein Seich. Ich weiss, ich habe solche im Migros sonst schon gesehen. Und da kostet sie irgendetwas zwischen 20 bis fast 30 Franken. Also, Schnäppchen, würde ich sagen. Ich hätte noch viel mehr kaufen können. Upsa. Aber ich habe nicht so viel Bargeld dabei gehabt. Du musst dort Bargeld zahlen. Aber vielleicht ist es auch besser, habe ich gar nicht so viel Bargeld dabei gehabt. Ich wünsche euch Tschüss!